Schönen guten Tag, meine Freunde, und herzlich willkommen heute aus dem wunderschönen Schwalmtal. Ich bin hier gerade auf dem Marktplatz im Stadtteil Waldmiel, was auch so das kulturelle Zentrum der Stadt ist. Schwalmtal, Kreis Viersen, eine Stadt, eine Gemeinde im Kreis Viersen. Und seht euch mal, was ist das für eine Kathedrale? Das ist schon wieder böse, wie schön das hier ist. Ich lobe immer die Städte, aber man kann auch nur positiv sagen, also schönes Wetter, top hier, super. Ja, hier, die Sonne scheint ziemlich prächtig an dieser herrlichen Kathedrale hier in Waldmiel, die wirklich alles und jeden überragt. Sehr pittoresk, sehr schön mittelalterlichen Charme. Dieses Ensemble, diese Reliefs an den Fassaden, das ist, ich finde, grandiose architektonische Arbeit hier, Meisterleistung. So, jetzt habe ich hier so eine kleine Straße gefunden und ich finde das hier mal ganz schön. Ich will euch das mal zeigen. Das sind hier so Häuser im typischen Stil. So könnt ihr euch eine Stadt am Niederrhein vorstellen, so eine kleinere Stadt, wie es hier halt Schwalmtal ist. Jetzt, ihr wisst ja, dass ich eine Reise mache in jede Stadt im VR, Verkehrsverbund Rhein-Ruhr, und jetzt fehlt mir nur noch eine Stadt im ganz Kreis Viersen, das ist Brüggen. Und Schwalmtal habe ich halt jetzt abgeschlossen. Das gefällt mir wirklich sehr hier. Es ist nicht allzu schwer hier hinzukommen. Es gibt schon einige Verbindungen von Viersen aus. Und es liegt sehr idyllisch gelegen. Es ist relativ ruhig. Aber auch gleichzeitig wirklich, wirklich sehr schön. Also ich muss sagen, mir gefällt das hier sehr. Ich finde das super, das sind hier diese typischen Häuser im Stil, niederrheinischen Stil, eher klein gehalten, so wie schon ähnlich wie in den Niederlanden ein bisschen. Und es ist wirklich sehr toll und mir gefällt das. Schreibt mal in die Kommentare, ob ihr Schwalmtal kennt, ob ihr schon mal da wart, was ihr von der Stadt haltet. Viele Städte, in denen ich war, über die höre ich nichts Positives von der Community. Ich weiß nicht warum. Also ich sage immer meine positive und subjektive Meinung. Und das ist doch, guckt euch mal das an, das ist doch herrlich. Man fühlt sich schon ein wenig wie in einer anderen Welt. Das ist nicht zu vergleichen mit den Städten aus dem Ruhrgebiet. Und ja, Fachwerkhäuser, ruhig, gelassen. Das ist dieser Charme. An so einem schönen Tag wie heute, da gibt es doch nichts Besseres, als einfach das Leben zu leben. Man fühlt sich frei hier. Schwalmtal fühlt man sich noch frei von allen Lasten des Großstadtlebens. Die werden hier unterdrückt und hier ist man, man ist hier sich selber treu und man kann hier einfach frei sein. Was sagt ihr? Welche Stadt ist eigentlich für euch die beste im Kreis Viersen? Würde mich wirklich mal interessieren, nachdem ich ja jetzt wirklich jede schon gesehen habe, außer Brüggen, würde mich das wirklich interessieren, was ihr von Schwalmtal haltet und auch von den anderen Stadtteilen. Stadtteilen, aber auch Städten eher. Also, ich bitte euch, schreibt das mal in die Kommentare, das würde mich wirklich sehr brennend interessieren, falls ihr das noch nicht gemacht habt. Hier komme ich dann auf so eine Hauptstraße und hier ist dann wohl die Idylle vorbei. Weil doch nicht. Oh, schöne Kirche. Gottes der Gerüste. Ja, hier, das ist so die Einkaufsmeile in Waldmiel. Schwalmtal gab es Netto, da hinten gibt es ein Edeka. No Placement. Und ich neige jetzt hier zum Ende zu kommen, da die Stadt natürlich nicht allzu groß ist. Was aber auch deshalb das Reizvolle und Tolle hier ist, dass es nicht so groß ist. Dann hat man alles schnell gesehen. Und ja, die Verkehrsverbindungen im Stundentakt heute der SB88, ach, das ist doch herrlich. Gefällt mir. Hier ein Kreisverkehr mit wunderbaren drei vollkommenen Bäumen. Ich danke euch wirklich für alles. Jetzt geht's ab Richtung Niederkrüchten, würde ich sagen. Was für eine Stadt.
Ich danke euch für alles, falls ihr noch nicht abonniert habt oder geliked oder was auch immer. Kommentiert könnt ihr das natürlich auf kostenloser Basis tun. Danke für alles. Subscribe for more.